In unseren Haushalten führen wir täglich einen chemischen Krieg gegen Schmutz und Keime. Viel hilft viel und so mache ich das. Doch in den meisten Mitteln stecken problematische Stoffe. Es ist noch nicht so in der Branche und in der Gesellschaft anerkannt, dass Reinigungsmittel auch zu den Gefahrstoffen zählen. Sind sie riskant für unsere Gesundheit? Und da steht drauf, dass man das Ganze nur im Freien verwenden soll oder in gut belüfteten Räumen. Das ist aber ziemlich absurd, das ist ein Badezimmerreiniger. Nach dem Putzen gelangen sie direkt ins Abwasser. Schlussendlich wird der Kreislauf immer geschlossen und irgendwann isst halt der Mensch auch einen Fisch und nimmt es darüber auch wieder auf. Ingolstadt in Bayern. Die zweifache Mutter Ilonka Reit kommt vom Einkaufen nach Hause. In ihrem Korb, wie so oft, eine ganze Palette von verschiedenen Putzmitteln. Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Ganz gut. Wir haben langsam Hunger, glaube ich. An die 15 unterschiedliche Reiniger hat sie immer zu Hause. Ilonka und Stan Reit haben früher in einer kleinen Wohnung gelebt. Seit 1,5 Jahren hat die Familie ein eigenes Haus. Hier gibt es viel zu putzen. Und zur Behaglichkeit gehört für die Reits auch die Sauberkeit. Also es ist schon ein Wohlfühlfaktor. Ich bin jetzt zwar nicht leidenschaftliche Putzerin, wie das manche ja wirklich jeden Tag machen müssen wollen, das jetzt nicht, aber ich habe es schon gerne sauber. Also wenn ich sehe, dass hier lauter Hundetapser sind oder lauter Krümel unterm Tisch, da fühle ich mich nicht wohl. Die Reits versuchen, auf ihre Gesundheit und die Umwelt zu achten. Über Reinigungsmittel haben sie sich bislang wenig Gedanken gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mich jemals gefragt habe, wie das produziert wird und was da alles reinkommt. Und gelesen, wo steht zum Beispiel hier drauf, was drin ist? Meeresmineralien. Aber welche Meeresmineralien gibt's denn? Dafür habe ich extra was Hautschonendes, gell? Hast du das gesehen? Mhm. Aber das ist die Männer meistens wurscht. Hauptsache vegan, ohne tierische Inhaltsstoffe. Steht es da? Ja. Siehst du, habe ich gut eingekauft. Achtung, dann wische ich das mit weg, dann ist es schön sauber. Hey! Die Deutschen putzen durchschnittlich 4,7 Stunden in der Woche. Über 70% setzen dabei regelmäßig chemische Reiniger ein. Ilonka Reit ist Arzthelferin. Seit sie Kinder hat, ist ihr Hygiene besonders wichtig. Mit dem mache ich eigentlich so die Arbeitsflächen und auch die Bretter, weil man ja die Holzbretter, also das geht jetzt noch, aber so richtige Holzbretter nicht in die Spülmaschine gibt. Und weil ich ja Fleisch und so weiter drauf schneide und das dann nicht in die Spülmaschine zu tun, da habe ich immer Angst, dass es nicht sauber wird. Deswegen verwende ich dann so einen Küchenreiniger, der eben wieder mal desinfiziert, 99,9% der Bakterien und ist eben auch geeignet für Oberflächen mit Lebensmittelkontakt. Auffällig ist, viele Reiniger sind zum Sprühen und die meisten duften. Dieser gute Geruch, für mich ist es dann mehr das Gefühl von Sauberkeit noch, ehrlich gesagt. Also ich mache es ja auch manchmal mit Essigreiniger, wenn es jetzt sehr verkalkt ist oder irgendwas in der Küche ist. Das ist Einordnung, das wird auch sauber, aber der Essiggeruch ist ein bisschen unangenehm manchmal. Also ich nehme dann schon lieber was, wie jetzt da mit Grapefruit oder so, irgendwas Fruchtiges, Blumiges. Ist halt auch ein bisschen was für die Wohlfühlatmosphäre so. Der Markt mit der Sauberkeit boomt. Die Auswahl ist riesig. Durchschnittlich 15 unterschiedliche Reiniger hat jeder Deutsche zu Hause. Insgesamt mehr als 1,3 Millionen Tonnen Haushaltspflegemittel sind pro Jahr im Einsatz. Dazu gehören Waschmittel, Reinigungsmittel, Geschirrspülmittel. Dafür geben wir jährlich 4,8 Milliarden Euro aus. Dr. Silvia Pleschka ist Expertin für Wasch- und Reinigungsmittel. Die Chemikerin informiert sich regelmäßig über die Trends in der Putzbranche. Psychologie spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Das ist auch ein persönliches Bedürfnis für viele, dass sie eben das Lebensumfeld putzen und reinigen. Und man legt Wert darauf, dass man das auch wahrnimmt, immer nicht, dass es glänzt nur, sondern dass man dann auch riecht, dass es dann geputzt ist. Und das ist ein Problem.
Die meisten Wasch- und Reinigungsmittel enthalten Duftstoffe. Diese können Allergien und Unverträglichkeiten auslösen. Bis zu 3000 verschiedene Duftstoffe setzt die Industrie insgesamt ein. Es erschlägt einen Verbraucher und zum anderen ist das natürlich einfach zu Marketingzwecken, dass man sagt, dem einen gefällt Zitrusduft, der andere findet aber Zitrusduft inzwischen langweilig und dann ist man modern, wenn man jetzt einen neuen, modernen Duft eben nimmt und dann riecht das Haus oder die Küche eben inzwischen nach was anderem. Aber es ist alles überflüssig, ohne Duftstoffe wäre es einfach leichter, besser. Wie sehr eine Unverträglichkeit von Duftstoffen das Leben verändern kann, das hat Nathalie Ahrens aus Hamminkeln am Niederrhein erfahren. Sie bekam Ausschlag und Atemnot. Vor einem Jahr wurde bei ihr eine Duftstoffallergie diagnostiziert. Ich musste mich halt wirklich komplett umstellen, wirklich überlegen, okay, welche Alternativen kann ich denn nutzen zu den ganzen Putz- und Waschmitteln, die ich halt vorher eben genutzt habe, das Gängige, was man in jedem Supermarkt bekommt. Das war schon ziemlich hart. Nathalie Ahrens muss improvisieren, mit alten Hausmitteln. Sie benutzt als Oberflächenreiniger Tafelessig gemischt mit Natron. Essig entfernt Kalk, Natron eignet sich gut als Grundlage für einen Allzweckreiniger. Für viele Allergiker ist der direkte Hautkontakt ein Problem, genauso wie das Einatmen von Duftstoffen. Wenn man in eine Wohnung beispielsweise reinkommt und es wurde vorher geputzt, rieche ich das zum einen natürlich erstmal direkt und muss wirklich gucken, okay, packe ich jetzt den Tisch an oder lasse ich es lieber bleiben, weil vielleicht wurde da nicht nur mit klarem Wasser abgewischt. Geht aber halt auch wirklich über dann zu sämtlichen anderen Hygieneartikeln. Aber natürlich, klar, auch sämtlichen Putzmittel, die man eben benutzt, sind eigentlich voll von Duftstoffen. Und das ist für Allergiker wirklich hochtoxisch. Können Duftstoffe uns wirklich krank machen? Über die Wirkung auf Gesundheit und Umwelt ist bisher vergleichsweise wenig bekannt. Bernd Glassel vom Industrieverband Körperpflege und Waschmittel hält die Gefahren für gering. Die Duftstoffe, die auf der Verpackung genannt werden müssen, das sind 26 Stück, die müssen natürlich auf der Verpackung angegeben sein, die kann man da lesen. Und das richtet sich speziell an Verbraucher, die allergisch auf Wasch- und Reinigungsmittel reagieren oder auf diese Duftstoffe reagieren. Allergien gegen Wasch- und Reinigungsmittel sind aber sehr, sehr selten. Doch laut einer Studie des Umweltbundesamts gibt es mindestens 500.000 Duftstoffallergiker in Deutschland. Experten halten die Zahl sogar noch für deutlich höher. 26 Duftstoffe hat die EU als besonders stark allergieauslösend eingestuft. Die bedenklichsten sind Eichenmoosextrakt, Baummoosextrakt, Lyral, Isoeugenol. Oft bleiben die Hersteller unterhalb der deklarationspflichtigen Konzentration oder ersetzen diese Substanzen durch andere, die sie nicht ausweisen müssen. Dann steht auf der Verpackung nur Duftstoffe. Dr. Thomas Fenner beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Duftstoffen auf unsere Gesundheit. Der Umweltmediziner betreibt in Hamburg eine Praxis mit großem Labor. Regelmäßig kommen Patienten zu ihm, die an einer Überempfindlichkeit gegen Chemikalien leiden. Also das erleben wir in der Umweltsprechstunde häufiger, dass Patienten auf ganz unterschiedliche chemische Substanzen reagieren, auch sehr unterschiedlich reagieren, die einen mit Müdigkeit, die anderen mit Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Hauterscheinungen natürlich, Knochenschmerzen, Gelenkbeschwerden. Das sind so die Klassiker, die auftreten, wenn man eben eine Chemikalienüberempfindlichkeit hat. Die Aufnahme dieser Umweltgifte erfolgt über die Haut, die Nahrung und die Atemluft. Täglich nehmen wir Chemikalien auf, vor allem durch Putzmittel. Wir leben in einer Industrienation, wo natürlich viele Substanzen freigesetzt werden. Wir haben Unmengen Chemikalienverbindungen. Und man kann oftmals gar nicht die Ursache ausmachen, welche einzelne Substanz tatsächlich dafür verantwortlich ist. Aber es ist eben einfach oftmals auch die Summation von Chemikalien, denen wir ausgesetzt sind. Viele Patienten wissen nicht genau, was sie krank macht. In seinem Labor sucht Dr. Fenner mit Hilfe von Blutproben nach den Ursachen. Er schätzt, dass bis zu 10% der Bevölkerung eine Chemikaliensensibilität haben. Alleine in Putzmitteln werden bis zu 200 Stoffe verwendet.
Da sind natürlich eine ganze Reihe von Weichmachern drin, Lösemitteln drin, können drin sein, Nanopartikel. Also die Zusammensetzung ist schon sehr komplex und sehr unterschiedlich, damit man überhaupt den Schmutz ja auch relativ zügig wegkriegt mit kleinen Konzentrationen. Oftmals ist es aber auch einfach eine Frage der Menge, der Gesamtmenge, der ich ausgesetzt bin. Wenn ich 8 Stunden mit Putzmitteln umgehen muss, dann habe ich sicherlich eine ganz andere Aufnahme und ganz andere Auswirkungen, als wenn ich am Wochenende meine Wohnung sauber mache. Die brauchen wir gleich nur einmal, ne? Cornelia Klose und Emine Soral beginnen ihre Schicht. Vor den beiden Reinigungskräften liegt ein langer Arbeitstag. Eine Studie der Universität Brüssel zeigt, die Sterberate von Menschen, die in der Reinigungsbranche arbeiten, ist um bis zu 45% höher als bei Büroangestellten. Die Gründe hierfür sind noch unklar. Die vielen Chemikalien und fehlende Schutzmaßnahmen könnten eine Rolle spielen. Hier waren jetzt gerade so viele Leute auf der Toilette, dann ist das schon besser, wenn da ein bisschen mehr drin ist. Weil sonst kriege ich das nicht raus, was da alles drin ist. Weil das sammelt sich ja, der ganze Urin, der ist ja da unten drin, ne? Klar ist, ganz ohne Chemie geht es nicht. Gerade die Berufsreiniger kämpfen mit viel Schmutz und wenig Zeit. Wir müssen ja auch alles sehr schnell machen. Wir haben nicht so viel Zeit, aber man gewöhnt sich dran. 1 Stunde 45 Minuten, das geht aber wirklich ruckzuck. Wenn man einmal drin hat, dann geht das sehr schnell. In Deutschland gibt es über 650.000 professionelle Reinigungskräfte. Sie sind durch ihren täglichen Umgang mit den Chemikalien besonders gefährdet. Die Berufsgenossenschaft der Branche, die BG Bau, hat das Problem erkannt. Regelmäßig finden hier Schulungen statt. Die Experten klären darüber auf, Reinigungsmittel enthalten oft gefährliche Stoffe für Lunge und Haut. Studien zeigen auch ein erhöhtes Risiko für Atemwegserkrankungen bei Reinigungskräften, verursacht besonders durch Sprays, Bleichmittel oder Wachse. Dass die Mitarbeiter davor geschützt werden, einen Fehler zu machen aus Unwissenheit, weil sie meinen, reinigen kann jeder und ich nehme einfach mal ein Mittel, benutze das, zum Beispiel Aerosole, und die sprüht dann kräftig in die Luft, atmet alles ein. Und also von meinen Reinigungskräften hat das, glaube ich, noch nie einer Gedanken gemacht, dass sie sich damit schadet, wenn ich es dir nicht gesagt hätte. Man braucht für gewisse Dinge auch mal einen speziellen Reiniger. Aber den sollten halt Profis anwenden und nicht jemand, der sich damit nicht auskennt. Also ich teer auch keine Straße, weil ich denke, oh, ich habe jetzt gerade hier ein bisschen Teer liegen. Und es ist total einfach, eine Straße zu teeren. Und genauso ist das mit aggressiven Reinigern. Doch auch in privaten Haushalten gibt es Gefahren. Die Putzexpertin Birgit Vetter kennt die Probleme. Die Leute sagen mir immer, ich stehe vor dem Regal und ich weiß eigentlich überhaupt gar nicht, was ich nehmen soll. Ich bin völlig überfordert mit dieser Fülle. Und ja, dann stehen sie einfach da und greifen zum nächstbesten Produkt und schauen oft wirklich gar nicht, was hinten drauf steht. Beziehungsweise sie lesen dieses Kleingedruckte auch gar nicht. Ja? Und oftmals steht es ja auch gar nicht drauf. Wenn wir zum Beispiel im Sanitärbereich schauen, was hier jetzt das Rote ist, da steht gar nicht drauf, was ist da für Säure eigentlich drinnen. Brauche ich so eine starke Säure? Birgit Vetter ist selbstständige Haushaltsberaterin. Heute ist sie auf dem Weg zu Familie Reit. Sie weiß, die meisten Menschen benutzen zu viele Putzmittel in zu hohen Dosierungen. Ich sage immer, es reicht ein Oberflächenmittel und ein Sanitärreiniger. Es reicht und ein Spülmittel noch. Vielleicht eine Zitronensäure, genau, die kriegt man im Drogeriemarkt. Also mehr braucht man nicht. Das steht überall viel zu viel rum und dann brauchen es die Leute nicht mehr auffällig, ein Schwachsinn. Ilonka Reit ist auf Birgit Vetters Service aufmerksam geworden und freut sich über ihre Hilfe. Ja, hallo. Hallo, Frau Reit, ja, Birgit Vetter. Spaziert, freut mich. Gut, dass das geklappt hat. Darf ich Ihnen das schnell geben? Ja, gerne. Danke. Dankeschön. Ilonka Reitz und ihr Mann wollen endlich mehr wissen über die Gefahren, die von den Mitteln ausgehen, die sie täglich verwenden. Dann schauen wir uns doch einfach mal an, was sie so an Reinigungsmitteln da haben, an Tüchern da haben. Jetzt bin ich mal, jetzt mal eine grobe Frage. Ich bin jetzt erschlagen. Ja, na, ist ja, ich meine, das ist ja so, sowas wie hier oft. Aber haben Sie sich schon ein bisschen durchsortiert? Ist das... Das ist alles, oder ist das gemischt? Also das ist jetzt ehrlich gesagt gemischt, okay, gell? Okay, also es ist nicht nach Bart und da nach... Da ist sogar Haarshampoo, das geht ja gar nicht weg. Alles gut. Es ist also, ich mache dann immer sowieso noch mehr, wie es eigentlich notwendig ist. Sprüh. Ich will es gut duften und er kriegt aber schon Hustenreiz so ungefähr und sagt, was ist das? Sind Sie ein bisschen vorsichtig mit diesen Sprühen?
sprühen, dass das so riecht. Sie kennen dadurch auch wirklich Allergien. Gerade Sie haben jetzt auch kleine Kinder. Sie kennen das auch. Sie kennen das auch züchten hier. Ja? Oder dass Ihr Kind halt krank wird durch das. Ja? Sauber ist gut, aber nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Durch die beliebten Sprühreiniger gelangen Chemikalien in die Atemluft. Also ich sprühe wirklich, wirklich viel. Aha. Ich sprühe auch da, weil da langt man ja auch mit seinen Fleischfingern hier, wie auch immer. Genau. Okay. Dann da ist jetzt ein bisschen, gut, da darf ich jetzt glaube ich nicht den Schwamm nehmen, okay, weil da wäre ich ja nicht fertig. Da habe ich dann hier noch so eine ganz stinknormale, glatte Lappen und mit denen wischt es dann wieder aus. Okay, also der Lappen ist schon mal, der ist schon mal nicht schlecht, das ist so ein Vlies. Ja. Also in der Küche sollte man eigentlich diese Schwämme, können das jetzt aufbrauchen und dann entsorgen Sie diese Schwämme. Ja, eher für Töpfe, wenn, oder? Gar nicht. Ah, nicht. Echt? Raus, einfach raus. Mhm. Diese Schwämme, die sind ja so massig, die haben ja da wahnsinnig viel Luft, Lufteinlagerungen drin. Darum ist es ja ein Schwamm im Vergleich zu dem Tuch. Ja. Und wenn man, also da halten sich halt auch viele Bakterien drinnen. Genau. Ja? Am besten sind laut der Expertin Fließtücher, Edelstahlschwämme oder eine Spülbürste. Diese können auch mit in die Spülmaschine. Und dann entdeckt Birgit Vetter wieder einen Fehler. Man sprüht nie auf den Gegenstand, man sprüht immer auf den Lappen. Okay. Ehrlich. Ja. Und jetzt sprühen Sie es dann nach, oder? Also, nö. Die darf es jetzt eigentlich sogar so lassen, hier im Waschbecken. Also nachtrocknen vielleicht noch. Aber Sie haben jetzt das Mittel, da ist jetzt gar kein Wasser drauf. Ist das schlimm im Waschbecken? Da ist sie ja nicht drin, denke ich mir dann immer. Naja, aber sie spülen da ja Geschirr drin, also ich weiß es nicht. Und dann haben sie das alles dran. Also ja, aber ja. Und dann steht hier wieder, ist für Lebensmittel geeignet, gut fressen, so ist nicht, ist mir schon klar. Aber ja, also dann doch immer so das Zeug auf jeden Fall nur nachspülen. Also in der Konzentration auf alle Fälle. Es hat halt alles eine wahnsinnige Lobby, ja, und die Leute kaufen es einfach, aber brauchen tun wir es eigentlich nicht wirklich. An der Leuphana-Universität in Lüneburg beschäftigt sich der Chemiker Professor Michael Braungart schon lange mit den Auswirkungen von Putzmitteln. Vor allem den ständigen Einsatz von Sprühreinigern kann er nicht verstehen. Das Problem ist erstmal, dass man den Reiniger gar nicht verwenden kann, ohne sich selber die Hände zu verschmutzen. Und dann sind die schönen Warnhinweise drauf. Aber, und da steht drauf, dass man das Ganze nur im Freien verwenden soll oder in gut belüfteten Räumen. Das ist aber ziemlich absurd, das ist ein Badezimmerreiniger. Dann habe ich das Problem, wenn das versprüht, dass es Aerosole gibt. Und die Aerosole, darum machen wir das hier im Freien, davon wird natürlich eingeatmet und schaden meiner Lunge ganz extrem. Die sind eine der Ursachen, warum die Lebenserwartung von Leuten, die solche Aerosole einatmen, einfach so viel geringer ist. Das heißt, das Zeug ist für die Gesundheit und für die Umwelt ein großes Problem. Braungart setzt sich für eine nachhaltigere Produktion von Reinigungsmitteln ein. Er ist überzeugt, unsere Putzmittel, wie wir sie heute verwenden, schaden Mensch und Umwelt. Viele Inhaltsstoffe der Putzmittel bauen sich nicht ab. Sie reichern sich zum Beispiel auch im menschlichen Fettgewebe an. In Muttermilch finden wir viele Inhaltsstoffe, vor allem Duftstoffe oder Aromastoffe, die hinzugegeben werden. Gleichzeitig werden viele dieser Inhaltsstoffe in den Kläranlagen auch nicht abgebaut. Das heißt, sie verursachen dasselbe an Umweltauswirkungen in den Weltmeeren, in den Gewässern. Der Auslauf einer Kläranlage in Hessen. Hier gelangt das gereinigte Wasser wieder in die Natur. Aber es gibt einfach zu viele Schadstoffe. Jährlich landen alleine aus Wasch- und Reinigungsmitteln 530.000 Tonnen Chemikalien in unserem Abwasser. Viele Kläranlagen sind damit überfordert. Nicht nur Putzmittel gelangen in unsere Flüsse, sondern auch Kosmetika und Medikamente. Die Probleme aktuell sind, dass die Kläranlagen, die Mitte der 90er gebaut wurden, für die Stoffe, die mittlerweile über Reinigungsmittel oder auch über Medikamentenausscheidungen der Bürger nicht ausgelegt sind und das einfach nicht in der Weise abreinigen können, wie es notwendig wäre. Aktuell gibt es in den Klärwerken drei Reinigungsstufen. Grobe Stoffe werden ausgesiebt, danach wird das Wasser biologisch und dann chemisch aufbereitet. In dieser Anlage läuft gerade ein Pilotprojekt. Thomas Fundneider von der Technischen Universität Darmstadt testet eine vierte Reinigungsstufe mit Aktivkohle. Aktivkohle ist ein Material, das hat eine sehr große Oberfläche.
kann man jetzt hier sehen anhand der schwarzen Körner. Das ist granuläre Aktivkohle. Die bindet die Schadstoffe an die Oberfläche und entfernt sie so aus dem Wasser. Fundneider nimmt regelmäßig Proben des gereinigten Wassers. Er will klären, wie gut seine Methode funktioniert und wie viel mehr Schadstoffe sich so aus dem Wasser filtern lassen. Aus unseren Gewässern speisen wir unsere Trinkwasserspeicher, das Grundwasser. Daraus gewinnen wir unser Trinkwasser wiederum. Und wenn diese Stoffe erstmal in diesen Kreislauf gelangt sind, haben wir sie auch irgendwann in den Trinkwasserwerken und diese müssen dann dort entfernt werden. Das heißt nicht, dass wir jetzt direkt davon betroffen sind, unser Trinkwasser ist sehr gut, aber in Generationen nach uns werden sich weiterhin mit diesem Problem beschäftigen müssen. Bald rechnet er mit ersten Ergebnissen seiner Tests. Duftstoffallergikerin Nathalie Ahrens will ihre Probleme nicht länger hinnehmen. Bei Expertin Silvia Pleschka vom Deutschen Allergie- und Asthmabund möchte Nathalie Ahrens erfahren, wie sie sich besser schützen und welche Produkte sie verwenden kann. Es gibt gegen diese Allergie kein Heilmittel. Die einzige Möglichkeit, sich zu schützen, ist es, Duftstoffe zu vermeiden. Silvia Pleschka hat schon einige Mittel dabei. Die wären eventuell eine Alternative für Sie, weil sie duftstofffrei sind. Sie könnten auch Spülmittel benutzen zum Putzen. Und wenn Sie möchten, kann ich für Sie nachrecherchieren, ob es noch Putzmittel, Waschmittel gibt, die dann eben auch ohne Zitronensäure und ohne Duftstoffe sind. Sehr gerne. Wir setzen uns auch dafür ein, dass man zum Beispiel Produkte ohne Duftstoffe eben produziert. Weil wir wissen, es gibt viele Duftstoffallergiker, die mit Kontaktallergien, die dann auf der Haut eben passieren, reagieren. Und auch die brauchen Kosmetika, die brauchen Putzmittel, die sie eben besser vertragen. Die Hersteller haben inzwischen reagiert. Doch noch ist das Sortiment ohne Duftstoffe sehr klein. Zurück bei der BG Bau. Ja, hallo, schön, dass Sie da sind, Mensch. Putzmittelexperte Norbert Kluger zeigt Führungskräften in der Reinigungsbranche immer wieder, welche Sicherheitsmaßnahmen in der Praxis nötig sind. Handschuhe haben Sie schon dabei, finde ich ganz toll. Und dann kann es eigentlich in meinem Empfinden schon losgehen. Vor allem der richtige Umgang mit den gefährlichen Chemikalien ist wichtig. Dadurch können die Reinigungskräfte viele Gesundheitsgefahren vermeiden. Die BG Bau will mehr Transparenz und einfachere Sicherheitshinweise in der Branche durchsetzen. Noch sind die Listen oft lang und kompliziert. Weil man sie auch im Privathaushalt verwenden kann, weil auch Privatleute das verwenden, ist das noch nicht so in der Branche durch, dass das überhaupt Gefahrstoffe sind. Damit haben wir seit vielen, vielen Jahren deutlich zu kämpfen. Das wird nicht als Gefährdung wahrgenommen. Und insofern werden auch unsere Aktivitäten vielleicht einfach unterschätzt. Die BG Bau hat einen Produktcode entwickelt, den sogenannten GIS-Code. Über eine Internetseite kann man den Code eingeben und auf einen Blick das Gefahrenpotenzial erkennen. In anderen Branchen ist diese Methode schon üblich. Sicherheitsdatenblätter der Hersteller sind meist sehr umfangreich. 10, 15 Seiten sind da nichts, sind sehr komplex. Und mal ganz ehrlich, welcher Beschäftigte liest sich das durch, bevor er anfängt zu reinigen? Dass ein solches System, wo er einfach nur schauen kann, welche Handschuhe, welcher Atemschutz, glaube ich, deutlich praxisgerechter und zielführender. Die Reinigungsbranche zeigt sich problembewusst. Immer mehr Firmen nehmen sich des Themas Sicherheit an. In der hessischen Kläranlage liegen erste Ergebnisse vor. Thomas Fundneider wollte wissen, wie gut Aktivkohlefilter funktionieren. Sein Fazit: Die Gefahr für Mensch und Umwelt lässt sich deutlich reduzieren. Doch der Bau einer vierten Reinigungsstufe würde Klärwerke mehrere Millionen Euro kosten. Die vierte Reinigungsstufe an sich wird nicht alle unsere Probleme lösen. Wenn wir auch noch mal an uns andere Parameter ansehen, wie antibiotikaresistente Keime, müssen die Verfahren noch weiter angepasst werden. Und man muss auch natürlich an den Verursacher gehen. Also wir selber müssen auch mehr unseren Konsum dahingehend einschränken oder halt ausrichten, dass wir halt solche Stoffe nicht mehr emittieren. Hinzu kommt, bis zu 30.000 verschiedene Stoffe sind potenziell bedenklich. Alle zu vermeiden ist fast unmöglich. Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann muss man wirklich sagen, dass die Gesetzgebung dort in gewisser Weise das auch verschläft, uns auf die lange Bank setzt. Und ja, natürlich ärgert es einen persönlich auch, weil im Endeffekt ist es zulasten von uns allen und auch der Generation nach uns. Bei Familie Reit in Ingolstadt hat die Haushaltsberaterin schon wieder eine Baustelle entdeckt. Oh,
Was haben wir gerade gesagt? Ja, da kommt so viel raus. Was haben wir gerade gesagt? Schüttmethode? Ist die schlechteste. Also, aber muss ich jetzt das auch noch abmessen? Das ist ja ungefähr. Nein, müssen sie jetzt nicht. Aber schauen Sie mal her. Sie haben ja, weil ich so schnell immer das mache. Ja, genau. Es okay. reicht ja fünf. Also an ja. sich reicht das. Dieses hier, das reicht für eine ganze Ladung hier zu spülen. Ja, ich bin schlimm und darum kaufe ich so oft so Zeug. Der effektivste Weg, den groben Schmutz vom Herd zu bekommen, ist der richtige Lappen und ein kleiner Klecks Spülmittel, meint die Expertin. Denn dort ist ein Fettlöser enthalten. Einen Herd- oder Backofenreiniger hält sie für unnötig. Aber Sie sehen, Sie haben das, so, Sie haben das jetzt nur mit einem normalen also Spülwasser weggebracht. Schauen Sie her, schaut jetzt schon besser aus wie vorher. Ja. Auf jeden Fall. So, jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt haben wir mein Badezimmer, genau. Oh, das ist aber schön hier. Ja, danke, aber schön viel zu putzen, genau. Ein Lappen mit Struktur ist genauso wichtig wie die Mitte. Okay. Also das ist gewaschen worden bei 60 Grad. Mhm. Bei vollem Waschmittel, gekörnt. Das belastet auch die Kläranlagen am wenigsten und Vollwaschmittel hat ein bisschen eine Bleiche drin und eine Bleiche wirkt auch desinfizierend. Und somit haben Sie jetzt ein gut aufbereitetes Tuch. Mhm. Ja? So, das Tuch ist sauber und ich fange jetzt einfach an und fange jetzt einfach hier an zu wischen. Ja. Ja? Dann haben wir das da hinten noch. Nicht nur Birgit Vetter. Viele Experten raten von Desinfektionsmitteln im privaten Haushalt ab. Denn sie schaden den nützlichen Bakterien auf unserer Haut. Außerdem stärken Haushaltskeime unser Immunsystem. Ein guter Lappen, ein Tropfen Sanitärreiniger, das reicht. Auch im Bad. Und dann habe ich eigentlich ein gut aufbereitetes Klo, ja, das sauber ist, ohne Desinfektionsmittel. Weil ich habe ja das Tuch, das ist ja sauber gewaschen. Ja? Und es erspart ein sauberes Tuch, etwas Chemie erspart eigentlich das ganze Desinfektionsmittel, ja? Braucht man nicht. Also hier im Privatbereich definitiv nicht, weil mit dieser Methode reinigt man sehr hygienisch und ich würde sagen, da bringt man bestimmt 60-70% aller Keime weg und das ist gut. Und auch Ihre Tochter, die wird sich in dem Milieu, wird sich die wohlfühlen. Für Birgit Vetter sind vier Faktoren entscheidend. Die Chemie, also das geeignete Reinigungsmittel, die Mechanik, also die Technik und das richtige Tuch, die Wassermenge und die Zeit, die ein Mittel einwirken muss oder wie lange geschrubbt wird. Nur wenn alle vier Dinge zusammenspielen, bekommt man ein gutes Ergebnis. Unbedingt weniger Chemie, mehr Mechanik und mit Köpfchen und ja, das nehme ich alles mit. Also das hat mir ganz, ganz viel gebracht und jetzt bin ich wieder richtig motiviert auch, dass man das so im neuen Zustand so gut erhält und pflegt, damit es halt in 10 Jahren auch noch schön ist. Was ist denn? Dann würde ich mal sagen, jetzt stoßen wir mal dafür an, dass es keinen Gestank mehr gibt. Echt, oder? Dass ich nicht mehr dieses Desinfektionsmittelgeruch in der Nase haben muss. Und wenn man alles beachtet, steht dem gesunden Frühjahrsputz nichts im Wege.